Die Römer waren hier. Sie haben Golix mitgenommen und einen Dicken, der schlief, mit römischen Helmen auf seinem Bauch. Wohin denn? Ins Gefängnis, natürlich in den Tower von Londinium. Obelix als Gefangener der Römer. Wo bin ich denn? Im Tower von Londinium, aus dem noch nie jemand entkommen ist. Aber selbst wenn sie uns in dieser ekelhaften Pfefferminzsoße kochen, wir werden nichts verraten, wir werden schweigen. Hörst du? Schweigen! Ja, schweigen ist gut. Nimm Rücksicht auf meinen Kopf und schweig. Jedenfalls müssen wir hier raus. Asterix wird sich Sorgen machen. Wer weiß, was er sich alles ausmalt. Wir müssen uns sofort auf den Weg machen zu ihm. Außerdem brauche ich ein bisschen frische Luft. Er ist verrückt. Er redet von frischer Luft. Und wir liegen hier im Keller. Darf ich dir behilflich sein? Komm. Ja. Wenn euch eure Türe lieb ist, dann macht sie auf. Wir wollen nämlich raus hier. Gut, wie ihr wollt. Wir gehen jetzt. Was ist das? Obelix, wo bist du? Hier unten bin ich, Asterix. Ich komm rauf. Warte, Obelix, ich komm runter. Du! Wirklich außerordentlich interessant, so eine Turmbesichtigung. Weißt du, Asterix, ich schäme mich für alles, was passiert ist. Es ist ja gar nichts passiert, Obelix. Was ist nicht passiert, sagt er? Das ist doch die Höhe.